Okay, wir haben hier Loser Finals, Kim gegen Mio. Überraschend, wer hätte das gedacht, dass Mio so weit kommt? Er entscheidet sich für Falco. Okay, erstes Match auf Final Destination, Falco gegen Captain Falcon. Mal sehen, was passiert. Ah, Kim mit schönen Knees und da geht schon der erste Stock. Ja, so. Jo, also, Kim mit einem ziemlich frühen Kill, also schon fast zu früh, 10 Sekunden. Aber Smell ist sich nicht gefallen. Und besonders auf einer Stage wie FD denke ich, dass Falco sich ziemlich gut mit dem Laser sprechen kann und so. Aber Kim ist halt saugut im Tech-Chasen. Und hat ihn killen. Oh, was? Relax, das ist aber schon schwer, ganz so zu bleiben. Das ist das Problem. Ja, nee. Ja, leider. Achso, ja, wurde das jetzt nicht aufgenommen? Doch, hab's vorher aufgenommen, aber du hast den keine Zeit aufgedrückt. Achso, okay. Also, den hinter noch offen mit Grabber, oder? Mio könnte zurückkommen, so wie es aussieht. Aber Trin spaced sehr gut. Wer ist Trin? Kim. Es tut mir so leid. Nice Tech Chase. Oh, wird's das gewesen sein? Nein, noch nicht. Ah, zurück. Von der Schild kriegt die auch. Also ich merke, das sind immer so Schild. Ihr das Glück kriegt, müssen immer so Schild. Oh, nice. Erstes Match, 3-Stock von Kim. Mal sehen, ob Mio den Char wechselt. Ne, das erste. Okay, Mio entscheidet sich für Yoshis Story. Er mag die Stage, ist seine Lieblingsstage. Nice Spacing. Und da kommt Kim wieder mit dem Tech Chase. Nice Recovery. Oh, Mess-Ups. Sehr, sehr schade. Da ist die Wolke. Nice. Headshot oh, verkackt, leider. Aber jetzt ist er wieder offstage. Ah. Und da sind wieder Tech Chases am Start. Nice. Noch hat Mio nicht verloren. Nice. Oh fuck, Mio. Mit dem. Oh, da kommen die berühmten Forward Bees von Kip. Nice Knee.
Nice Trade. Er bekommt ihn nicht an der Edge. Das ist sehr schade. Jetzt sollte er sich... Egal. Ja, gut. Ich denke, in Zukunft sollte Leo besser zuerst Headshot und einfach drauf reagieren, was er macht. Jetzt wird er wieder getag-chased. Oh. Gott sei Dank. Guter. Wow, oh, 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 oh. Oh, okay. Oh, nice. Oh. Bisschen gewarnt, aber... Sehr nice Shielding von Kim. Nice. Oh, nice. Schön, aber... Leider hatte sie... zu dicht über dem Boden gemacht, sodass er zu viel Leck hatte. Oh, nice. Oh, da. Ich will drücken. Oh. Fuck. Okay, 2-0 für Kim. Achso, 2-0 schon. Meo probiert Pummelhof, mal sehen, was es bringt. Jo, also ich denke, dass er mit Puff eventuell bessere Chancen hat, weil Kim halt im Spaces Matchup einfach zu gut ist. Oh, aber Kim schon mit einem Miss. Oh. Das hätte er hätte sich eigentlich denken können, dass das nicht trifft. Das Wichtigste ist, denke ich mal, dass er sich nicht grabben lässt. Das heißt, er sollte nie zu lange auf dem Boden bleiben. Und ja. Da geht der erste Stock. Oh. Nice, endlich mal, endlich edgeguardet er. Netter Versuch, Kim trifft seine Kombos aus dem Downthrow nicht. Was natürlich sehr zum Vorteil von Meo ist. Der jetzt sich einen kleinen Vorsprung erarbeitet. Oh! Oh. Ich mein, Peter! Oh. Nice! Oh! Sven im Moment auf der Siegestraße. Hat alle Ohren. Oh! Wird den Gimpen! Oh! Oh! Nice, Sven. Jetzt ist Sven in der Pokémon. Jetzt. Champion Kim. Und da sitzt das Knie. Neo hat immer noch einen Vorsprung. Er sollte es jetzt nicht versauen. Oh! Oh! Voll geklatscht, ey. Go, Bro! Okay, Kim probiert Fox wie ein Eis. Nein, Alter, aber... Gegen Fox auf FD? Ich weiß nicht. Aber er darf sowieso... Auf FD, oh mein Gott. Ja, okay. Kim wechselt zu Fox, ziemlich schlau. Ich weiß nicht, wie gut sein Fox ist. Bam! Und da trifft schon das erste Rest.
Das kenne ich sehr gut. Das cool. Curry. Jeden Tag, wenn ich mit Sven spiele. Kim spielt ziemlich schlau. Lasert. Oh! Wow. Oh. Mein Gott. So nice. What the fuck? So soll das aussehen. Oh. Nice, Peter. Geht's halt Peter eigentlich immer? Und PENG! PENG! Super. Ah, nein! Oh mein Gott. Oh, oh, oh Gott! Da sieht man mal, was das für ein Elite-Turnier ist. Nice. Und? Nein. Ich hab eventuell Fort B gemacht. Oh, scheiße. Okay. Also, die Zeichen stehen gut, dass Mero das eventuell noch gewinnen könnte. Also, er hat alles, was er braucht. Er müsste nur einsetzen. Back area. Up so rest. Jo. Okay. Oh, nice. Kim on fire. Sehr ausgeglichen. Aha. Ich denke, derjenige, der jetzt einen Wrap-Up bekommt, also vielleicht Sven. Oh. Nice. Jo. Noch ist es nicht vorbei. Okay, und Edgehog hochziehen. Genau. So, ja. Rest. Rest. Jetzt bin ich echt gespannt. Meo. Kim. Oh mein Gott! Beide spacen richtig krass, es ist sehr spannend. So. Oh mein Gott. Oh. Aufpassen. Ah! Bitte! Oh fuck. Wow, dieses Spacing! Gute DI auf den. Oh! Oh mein Gott! Ah, fuck! Oh, fuck. Oh, nein! Nein, Spann! Bitte! Fuck! So spannendes Match! Okay. So, also ich kenne dieses Matchup sehr gut und ich weiß, dass Kim am letzten Stock sehr gut gespielt hat. Er hat Pummeluf unter Druck gesetzt und Pummeluf konnte nichts machen. Er konnte nicht resten. Und natürlich hat er die Halt auf seinen Upthrow und das war sehr gut und da hat er gewonnen. Das war wirklich sehr gut. Und sein Laser war sehr, sehr gut zum Schluss. Am Anfang hat er es ein bisschen verkackt, aber...